Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Dark Souls. Ja, wir befinden uns hier im Grabmal der Riesen und sind im letzten Part tatsächlich schon einmal auf Nito gestoßen, aber so wirklich eine Chance hatten wir nicht. Der beschwört so viele kleine Kack-Skelette und mehr weiß ich da jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nur, dass das ziemlich mies war. Und ja, ich nicht wirklich irgendwie Licht gesehen habe am Ende des Tunnels. Hallo, ich habe den noch voll getroffen. What? Ich habe geblockt. Meine Kondition war jetzt auch nicht komplett verbraucht, ja, also. Aber der Weg zu ihm ist sehr, sehr, sehr beschwerlich, muss ich mal so sagen, wie es ist, also. Ja, da war ich ein bisschen zu langsam. Piss dich. Sehr schön. So, aber direkt da, wo er sich eigentlich befindet, da ist das so ein bisschen Tropfsteinhöhlen-like. Ich habe einen Ring der Opferung eingesetzt gehabt, damit ich nicht meine ganzen Seelen verliere, weil ich auch nur mit 3 Flakons oder so ins Rennen gestartet bin. Und ja, war eine wirklich gute Entscheidung. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Da, wo dieser Typ hier steht, mich da mal gucken, was er hier immer meinte. Shit. Nee. Wo ist denn das? Nee. Ja, wo ist denn der Typ immer hin? War der nicht hier irgendwo? Ja, hier oben bestimmt oder so. What the heck? Was ist da denn passiert? Naja, egal. Hauptsache, ich habe meine Ruhe. Die droppen aber nichts, oder? Nee. Nicht wirklich. Ja, verpiss dich. Hallo, tritt nicht. Spast. Ich glaube das ja wohl. Und Langbogen. Yo. Ja, toll. Boah, diese Viecher hier, die sind so scheiße. Im Ernst. Die machen so verdammt viel Schaden. Das ist echt nicht lustig teilweise. Ich möchte, wie gesagt, dahin, wo dieser Typi war. Was zur Hölle? Kommen wir gleich noch ein bisschen dichter. Kein Problem, ey. Fick dich. Gleich einmal Flakon Schluggi Schluggi machen. Yo. Was zum Teufel, ey. Hä, nein, wo ist denn der? Der komische Typi, der immer wollte, dass wir da runter gucken mit den Schätzen da. Da will ich hin. Stand der hier nicht irgendwo? Ich habe schon wieder total die Orientierungsprobleme, ey, wie immer eigentlich. Boah, hallo? Wo war denn das bitte? War das hier nicht irgendwo? Och, Kinders. Das ist nicht cool. Gar nicht. Ich bin zu doof, den Weg zu finden. Yay. Ich laufe hier nochmal hoch jetzt. Einfach so. Ich den Weg nicht mehr finde und nicht mehr weiß, wie ich da hinkomme. Ganz cool. Ja, hier ist er doch. So Typ. Hier, ne? Ja, genau. Irgendwie habe ich mir sowas schon fast gedacht. This is what I do, my friend.
The trinkets I'll be stripping off your corpse, that's the real treasure. So für'n Arsch. Ich hab mir sowas gedacht, dass er irgendwie nicht so fair ist, aber Schädellaterne, ja, okay, hab ich selber. Stolzer Krieger, schön. Kann man den jetzt irgendwie... Kann man dem nochmal gegenübertreten? Da kommt man hier jetzt nicht wieder raus. Ist hier hinter vielleicht noch irgendwas zum Looten oder so? Nein. Ich weiß, da oben ist was zum Looten, habe ich gesehen, aber erstmal wollte ich hier jetzt schauen. Von da kam ich, okay. Dann gucke ich jetzt hier hoch. Gehe hier diesen Weg lang. Um zu schauen, was sich dann hier befindet. Was haben wir hier, was haben wir hier, was haben wir hier? Weißer Brocken. Und was zur Hölle waren das bitte gerade für... What the hell? Ja, aber wirklich super beeindruckend sind die jetzt nicht. Wüsste ich. Noch welche? Ach, ihr bewegt euch auch, oder was? Ja gut, von mir aus bewegt euch halt. Was zur Hölle tun die? Ich verstehe es nicht so richtig. Naja. Egal. Ich möchte... Was ist das denn hier? Hallo? You're no hollow, are you? Thank goodness. Please be careful. There are two fierce hollows not far from here. They were once brave knights. My former escorts. Who would let such strong spirits be hollowed so? Heavens. Is there nothing? Nothing at all to be done? Was? Ach, das ist die Trulla. Are you? Thank goodness. Please be careful. There are two fierce hollows not far. Das ist die Trulla vom Feuerbannschrein, oder? Wow, holy shitness. Ich hab schon gesehen, da bist du ja Spack. Fick dich. Die haben sich quasi verwandelt, oder was? Ja. You banished those two hollows, did you? It pains me to think of the trouble my failings have caused. I'm certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. Here. These belonged to them. You deserve them more than I. Auffrischung. I'm certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. Jo, kein Problem. Gut, damit hätten wir das erledigt. Ich werde trotzdem hier irgendwie wieder raus, weil der Spast mich hier runtergeschubst hat. Obwohl es ganz cool ist, wir haben keinen Schaden genommen davon. Also, wir haben keinen Fallschaden gehabt. Ich weiß nicht, ob das dadurch kam, dass wir da so eine Cutscene hatten. Oder worin das jetzt begründet lag. Hallo? Wow! Achso, das ist das zerstörte Ding gewesen, okay. Was? Noch mehr dahinter? Im Ernst? Ist nicht ein bisschen übertrieben langsam hier? Pisst euch. Dankeschön. Wo ist denn der Arsch? Ah, oh, Gott sei Dank, hier ist eine Leiter. Naja. Der wird sich jetzt bestimmt umgucken, wenn wir da jetzt wieder... Ich hoffe, der steht jetzt hier oben noch irgendwo. Aha. Ja, das ging ja jetzt auch nicht anders. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet, bitte? Hä?
What the heck? Noch ein Leuchtfeuer? Jetzt. Oder ist das das Leuchtfeuer von uns? Oh, you. I. Well, let's just calm down. Talk about things. I did you wrong, but I didn't mean it. These temptations, they can, well, overcome me. You know what I mean, don't you? Please, forgive me. You and me, we're jolly undead outcasts, aren't we? Oh, for heaven's sake, let's not mope about, eh? You're still alive? I said I'm sorry. Wait, I know. Here, take this. It proves something, doesn't it? Nein. I did you wrong, but I didn't mean it. These temptations, they can overcome me. You know what I mean, don't you? Please, forgive me. Jetzt mal kurz. Ich hab echt Bock, dich jetzt anzugreifen. Ich werde ihn jetzt attackieren. So, tschüss. Spast. Du hast mich fast getötet, du Arsch. Rundaxt und viel Menschlichkeit. Danke. So. Und dafür, dass er uns diesen Streich gespielt hat, musste er jetzt sterben. So geht das ja hier mal nicht, also... Hallo? Wir haben aber auch noch eine Doppelmenschlichkeit jetzt von ihm erhalten. Das finde ich natürlich schon ganz cool. Ne? Aber dann ist ja sein Vergehen an uns nicht besser. Was? Brauchst springen. Hm, sicher. Ach Mensch, wo war denn der Weg jetzt nochmal? Hier. Ah, es ruckelt ein kleines bisschen. Ah, naja, es geht. Moment, wo ging es runter? Hier? Nein. Wo war denn das jetzt schon wieder? Hier. So, wo ist das jetzt? Ach, das ist wieder diese Kackstelle, ne? Lasst mich raten. Wo wieder so viele von den Viechern sind. Hm. Und? Aus dem Weg geräumt. So, nächster, wo bist du? Ich nehme mal sicherheitshalber schnell den Flakon. Okay. Na, komm schon, komm schon, komm schon. Alter, komm klar, Mann. So. Super. So, wo ging es jetzt hier lang? Ich hab's vergessen. Hier. Hier lang. Ja, ich glaube, hier ist ganz richtig. Weiter runter, weiter runter. Was hier? Achtung, Boss. Naja, der kommt jetzt nachher gleich.
brauche ich jetzt nicht mehr, weil hier kommt jetzt diese... Moment. Nicht zu früh, jetzt aber. Genau, jetzt kommt das hier wieder. Diesen komischen Viechern hier, die aus dem Boden schießen. Ja, dann ist jetzt eine Nachricht, aber das interessiert mich nicht. Jetzt kommen wir wieder in diese Tropfsteinhöhle mäßig rein. Was? Wo denn? Paladin Leroy, wo bist denn du? Wo? Gott, wie siehst du denn aus? Hallo erstmal. Geht's dir gut? Kumpel. Alter, krieg dich ein, Mann. Okay, ich glaube, einen Schlag noch oder so. Ja. Alter, war das auch wieder ein NPC? Gegenstand nehmen. Menschlichkeit und Grand und Sanctus. Okay. Upsalechen, ich wollte hier gucken, genau. Grand und Sanctus. Die Rundaxt, genau, können wir uns auch nochmal angucken. Abgenutzte alte Bronze-Kampfaxt mit langem Schaft und einer sichelförmigen Klinge. Die Sichelaxt ist eine der heiligen Waffen des Weißen Pfads und eine Hinterlassenschaft der Klerikerkrieger, die ihren Glauben unter Beweis gestellt haben. Heilige Waffe, okay. Grand hier. Großhammer. Diese legendäre Waffe des Weißen Pfads wurde vor langer Zeit einem göttlichen untoten Ritter verliehen. Die massive Metallwaffe ist mit normalen menschlichen Kräften kaum zu handhaben. Dafür aber ist sie heilig und sehr effizient gegen die Feinde der Finsternis. 50 Stärke, boah. Aber... ist halt eine göttliche Waffe oder eine heilige Waffe oder sowas, ne? Göttlich. Hm. Was mit Sanctus? Oh man, den Schild. Sanctus. Eine legendäre Waffe des Weißen Pfades, die einst einem untoten Paladin gehörte. Vor langer Zeit gesegnet mit dem Schutz einer weißen Flamme, ist seine Macht verblasst, sodass es nur noch eine geringe TP-Regeneration verspricht. Okay. 95% Dings. Ist doch trotzdem nicht schlecht. Wartet mal. Leute, ein Atomschild, ja. Ich möchte mal bitte den, genau. Hm. Naja, ich nehme es nicht, aber es ist trotzdem generell ganz geil. Auch übel, dass hier eine Invasion kam jetzt. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz gerechnet, aber okay. Weil hier kommen wieder die Feuerräder, ne? Oder sind die nicht mehr da? Die sind irgendwie... ich weiß nicht, was ich von den Dingern hier halten soll. Oh, was? Ich habe schon wieder 40.000 Seelen. Ja, das ist jetzt schon wieder ein bisschen ärgerlich, aber okay. Ich weiß nicht, ob ich... ob ich Nito jetzt bezwungen kriege in diesem Anlauf. Diese Stelle hier ist absolut beschissen. Schnell weg, 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 weg. So. Nein! Fuck! Shitness. 40.271 Seelen.
Aber naja, wenigstens habe ich noch ein bisschen was bekommen und hab, ja. Ach, Kinders, wisst ihr was? Wir machen hier im nächsten Part weiter. Und bis dahin, tschüss.